Willkommen zum neuen Video. Ich bin die Mia, ich mache heute wieder einen Daily Vlog für euch und die GoPro 10 ist gerade angeliefert worden. Wir haben so ein Glück mal wieder, wir haben so ein Glück. Also, ich erzähle euch die Geschichte. Wir haben unsere GoPro 9 bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und wir haben es auch verkauft. Das habt ihr im letzten Vlog gesehen, da habe ich mit der großen Kamera mit meiner Lumix gefilmt und es ist alles komplett verwackelt. Das ist in diesem Video nicht mehr so, weil die pünktlich angeliefert worden ist. Also geschwingt die hin und her, hat echt einen guten Bildschirmstabilisator. Und ja, derweil, wir am nächsten Tag haben wir dann auf der GoPro Hop-Website die neue GoPro 10 gekauft. Die kam jetzt aber erst Montag an. Und ja, deswegen hatten wir übers Wochenende keine Kamera und wir hatten so Glück, dass sie pünktlich angeliefert worden ist. Also kam ja mit UPS und dann haben sie gesagt, Sendungsverfolgung hier ist auf jeden Fall Montag zwischen 10 und 15 Uhr und dann war es zwischen 11 und 15 Uhr und dann haben wir noch bei Parcello geschaut. Da kann man dann nämlich nachgucken, wann die einzelnen Lieferdienste so bei euch ankommen. Und das hat gesagt zwischen 13 und 15 Uhr. Und das wäre zu spät gewesen, weil wir waren verabredet. Wir hatten uns um 15 Uhr am Ostkreuzbahnhof, wir waren verabredet. Ich hatte ja für meinen Zweitkanal ein Gewinnspiel veranstaltet, wo meine Food-Reviews immer online kommen. Und da hat sich jemand gemeldet und es war einfach Montag der Tag, wo wir uns treffen wollten. Und bis Ostkreuz brauchen wir ganz schön lange, ne? 45 Minuten, weil das halt komplett im tiefsten Friedrichshain ist. Stunde gefahren, ne? Auch durch Berufsverkehr. Ja, und halt, weil dort auch noch unter der Brücke abgesperrt ist. Ja, das heißt, also, wir haben ja gewartet, dass die GoPro 10 ankommt, weil wir sie auch für das Food Review haben wollten, ne? Also, so kommt ihr mit. Und wir mussten ja gegen 14 Uhr spätestens losfahren. Das seht ihr dann auch gleich alles im Video, dass wir noch unterwegs waren und wir mussten noch mal früher losfahren, weil wir noch Fanpost abholen mussten. Und ja, bevor die ankommt und wir los müssen, muss Ozark aber natürlich ein Unboxing drehen. Das mussten wir auch noch zeitlich schaffen. Und die neuen Updates müssen auf der GoPro auch gezogen werden, ehe man die überhaupt benutzen kann. Und es war halt alles perfekt. Also sie kamen gegen 12.30 Uhr an, Ozark? 14 Uhr. Was? Die Kamera? Achso, ja. Ja. Die Kamera kam gegen 11.45 Uhr an. Achso, und ja, genau, um 12 Uhr waren wir dann fertig. Ich war auch noch duschen, weil ich hatte Bock zu duschen. Und wir waren um 12.45 Uhr, 12.50 Uhr waren wir mit allen Updates durch und mussten die Kamera aber noch aufladen. Und dann dachte die Mira, hier steht nur 1% auf der Sache. Und dann habe ich kurz gewartet und dann war es 71%. Also ja, wir haben's, das war nochmal ein Schock. Also da hatten wir echt Glück, dass die GoPro 10 pünktlich angeliefert worden ist, dass ich meinen Daily Vlog weiter mit der GoPro drehen konnte und dass wir das Food Review auch mit der GoPro drehen konnten. Das war halt Überglück wieder. Ja. Sehr schön gemacht, Ozark. Ich wollte es nochmal erwähnen, weil das haben wir im Video gar nicht so erwähnt, dass wir da voll aus dem Fenster gestarrt haben, bis der Fahrer kommt. Und wir haben ja das UPS, haben wir ja direkt vor der Haustür. Neben der Müllkippe. Neben der Müllkippe, die so stinkt. Ich habe gestern auch wieder massiv gestunken. Ey, gestern war wieder ganz, ganz Berlin vergiftet, wirklich. Also, das zog hier richtig bei uns vorbei, dieser Gestank. Und wir haben, als wir ins Auto unten ausgestiegen sind, haben wir gesagt, boah, stinkt das hier übel. Haben wir richtig laut auch gesagt und uns miteinander unterhalten. Ne? Und durch Zufall hinter uns war auch einer, der gerade ausgestiegen ist und geparkt hat. Und der hat gesagt so, ja, ja, die haben da wieder Aluminium eingeschmolzen und so. Ich sag, uff, das könnte ja aber auch giftig sein. Ne? Aber ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass die Filter so richtig funktionieren. Weil in dieser Müllverbrennungsanlage, also so what the fuck, also da müssen wir uns auch mal echt beschweren, Ozark, wirklich. Ja. Aber jetzt wissen alle, Ozark und Mira wohnen neben der Müllverbrennungsanlage. Das ist aber ja, cool. Aber ganz ehrlich, wenn man hier einzieht, die Vermietung, die hätte uns das eigentlich sagen müssen. Wir haben das nicht gesagt, nein. Ja. Es war Mietminderungsgrund hier. Ja, es stinkt halt einfach. Einmal im Monat kommt die Geruchsbelästigung. Es stinkt einfach massiv, das kann man sich nicht vorstellen, wie eingeschmolzenes Aluminium riecht. Das riecht wie... Ja, verbrannt halt. Verbrannt und nach Scheiße stinkt das. Das riecht nach Scheiße einfach. Als hätte jemand, weiß ich nicht... Also so richtig Scheiße, Blut, Eiter und alt und dennoch Zigarettenrauch dazu. Das musst du alles piepsen, bitte. Ach so, ja. ich gehe weiter. Jetzt nimmst du den auch noch auf. Okay. Hallo. Wir haben die Erzwergung verpasst. Wir haben nämlich was in unserem... Hast du einen Daily Vlog angefangen? Heute? Nee, ich muss noch einen beenden. Ach so, ich dachte. Huch. Wir haben ein Paket in der Packstation seit 2-3 Tagen. Und ja, ich habe schon die zweite SMS bekommen und ja, wir holen das jetzt ab und Packstation 420
beim Aldi-Markt. Genau, wir haben nämlich eine eingerichtet. Also, falls ihr uns Fanpost schicken wollt, das steht schon seit 4-5 Monaten unter jedem Video, könnt ihr gerne an diese Packstation, die da hinterlegt ist, schicken, weil wir holen es auch ab. Wirklich. Genau, manchmal brauchen wir 2 SMS, bis wir hierher fahren, aber wir holen es auf jeden Fall ab und wir sind gespannt, was da jetzt drin ist. Ja, ich bleibe sitzen, du gehst ran. Genau. Ja, ja, weil eigentlich habe ich nichts bestellt. Kann ja fest sein. Sieht aber auch krass aus, muss ich sagen, die neue Kamera. Ehre. Sieht man das? Da drüben, da ist Schatzi. Yay. Ich muss hier mal die Radio ausmachen. Wenn du das siehst und das schneiden musst, dann siehst du meine blöden. Die Zuschauer das sehen. Das ist peinlich. Oder auch nicht. Was machst du denn da? Achso, sie muss den Code eingeben, damit sich das Ding dann öffnet. Sie müssen den richtigen Code eingeben. Oder die Karte scannen. Und dann geht irgendwo eine Klappe auf. Würde ich gerne machen, aber das Touchdisplay funktioniert nicht so gut, sagt ja? Okay. Was ist das denn? Das sieht aber komisch aus. Fertig, zumachen, oder? Ist da noch was drin? Isolierkanne? Aus Niedenstein. Gebt mal bitte, was ist das denn? Ich will selber gucken. Das ist ja crazy. Das ist komplett verrückt, Leute. Niedenstein. Ja, danke, dass du den Namen von der Frau vorliest. Achso, Entschuldigung. Nico, ist das dein Name? Ich dachte, das wäre nicht das. Das ist der Nachname. Okay, dann schneidest du bitte raus, ja? Wir haben hier ein Paket und da steht drauf Mira Maurer. Also... Es ist ja. Fanpost scheinbar. Geil, Omato. Geil. Ja, cool. Also, packen wir auf jeden Fall. Noch aus. Noch aus, natürlich. Im Video. Ja, ja. Aber jetzt nicht im Auto, oder? Danke, Auto Mira. Ich packe das jetzt für dich aus. Also hier ist das Paket. Und ja, ich habe schon gesagt, ich habe schon reingelinst. Das konnte ich nicht erwarten. Und schaut mal. So sieht es hier innen drin aus. Also Karton, ultra praktisch selbst gebastelt. Nee, finde ich gut, dass man das weiter benutzt. Machen wir auch so, ehrlich gesagt. Immer wenn ich es Passendes haben, dann basteln wir uns einen Karton. Wir schauen gerade nochmal auf Instagram, weil die haben auch einen YouTube-Account, von dem wir das haben. Ja, aber also der Zeichner heißt nur Uwe. Er ist Uwe und er macht halt viele Zeichnungen. Er hat hier noch weitere Karikaturen auch auf Dingsums drauf, ja, von Will Smith und... Oha, richtig gut. Also kann man hier, glaube ich, erkennen. Es ist ein Rohr und hier ist eine Zeichnung drin. Und ja, ich habe, wie gesagt, schon reingelinst. Ah, wir holen das raus. Ich wurde gemalt, kann man ja sagen. Wolltest du die Geschichte dahinter jetzt noch erzählen? Die Geschichte möchte ich auch noch erzählen. Das ist nämlich Ozok sein Verdienst. Dann schleiche ich mich ins Bild, sodass es keiner sieht. Ich komme von links hineingelaufen. Hallo. Ich setze mich jetzt in den Tisch. Ich freue mich auch. Du musst es... Oh, Gummi. So, jetzt geht's. So, guck mal, hier war doch noch ein Brief. Ich habe hier den Brief gefunden. Wir erzählen die Geschichte. Also, das sind Zuschauer, die sind von Susi und Uwe zu uns rübergekommen. Ja. Also erstmal herzlichen Dank dafür von... Also an Susi natürlich, oder ja, die Zuschauer. An alle Zuschauer, ja, das ist immer ganz lieb so, finde ich voll toll, dass die uns auch super finden. Wie das so funktioniert. Und Ozok hat denen geholfen bei IT-Problemen sozusagen. Er hat ja auch, er ruft öfters auf und dann zu fragen, hey, hat jemand PC-Probleme, Computerprobleme, ne, das ist auch sein Job. Und wir rufen nur öfters auf. Melden sich nur nicht so viele. Melden sich noch nicht so viele, aber könnte sich ja... ändern in Zukunft, ne? Genau. Dass mehr Leute hören. Und Ozok würde gerne eure Probleme lösen und wir verwursten das natürlich dann in einem Video, sagen wir mal so. Also wir stellen die Frage dann nochmal und machen dann so eine Anleitung auf YouTube. Also man verwurstet das als
Video und ich finde das Konzept, wir helfen jemanden und haben dann noch ein eigenes Video, halt total super, muss ich sagen. Außerdem hat ja dann derjenige, dem geholfen wurde, also wenn ich ihm helfen kann, ist das immer noch die Frage. Hat er dann auch noch dann sein Problem gelöst, das ist halt sehr schön. Genau, aber die Kurzfassung ist halt, die Frau, die Susi und Uwe guckt und Fan von denen ist, hat halt auch Miras Videos geguckt und dann hat sie gesehen, du Mira, der Ozok, der macht ja Computersachen, mein Mann braucht da Hilfe. Du hattest bei Susi im Video aufgerufen. Ja, genau. Ich hatte bei Susi im Video hatte ich auch gerufen, hey, wenn ihr Computerfragen habt, dann meldet euch doch bei mir. Und dann hat mich halt zuerst die Frau angeschrieben und die hat mich dann auf ihren Ehemann halt, der heißt Uwe, das habe ich euch ja gerade im Instagram gezeigt, verwiesen. Und der hat halt ein ganz simples Problem gehabt. Er hat halt einen alten Computer gehabt, also einen Tower, und wollte aber gerne die Mainboard-Hardware, alles was da drin ist, Hauptplatine, Prozessor, Arbeitsspeicher, also den ganzen Computerkram, wollte er gerne aus dem alten Tower in einen neuen Tower umsetzen. Also nur das Gehäuse, damit ihr das versteht. Das Problem ist, von Gehäuse zu Gehäuse sind immer die Frontanschlüsse unterschiedlich. Und es war ein Fertig-PC von Lenovo, den er hat, kann ich jetzt auch sagen. Und bei den Fertig-PCs, da gibt es immer keine Bedienungsanleitung. Da gibt es keine Mainboard-Beschreibungen. Und wir mussten dann erstmal rausfinden, welches Gerät ist es, welches Modell, welches Baujahr, wo sind die Anschlüsse, welche Kabel muss man draufstecken und wie schafft er es, den Startknopf vom neuen Tower, den Frontpanel-Anschluss, so heißt das, richtig aufs Mainboard zu stecken. Und dann haben wir uns so Fotos hin und her geschickt und dann war er auch mit nicht gut rangezoomt und man konnte ja nichts lesen und dann habe ich das alles so rausgefunden und habe gesagt, hier steckt das noch mal dort und dort und dort drauf und dann habe ich, das ist halt auch eine Katastrophe bei den Fertig-PCs. Es gibt zum Glück mal so kluge Menschen, die haben standardisiert so diese ganzen Anschlüsse von verschiedenen Modellen abfotografiert und haben gesagt, so müsste das sein. Und dann haben wir einfach per Try and Error, also die Kabel raufgesteckt. Und dann kam die Nachricht, es geht an, wunderbar, ich freue mich massiv. Ja, und dann habe ich gesagt, hier Uwe, hier, bitteschön, hat mir Freude bereitet, euch zu helfen. Hat ja auch nur eine Dreiviertelstunde gedauert, war okay. Also haben wir gut hingekriegt. Genau. Und er zeichnet, wie gesagt. Und als Dankeschön hat er gesagt, hier, schick mir mal Fotos von der Mira. Natürlich. Das war der umsonst geholfen. Das war ja gratis, ist ja klar. Und ohne, dass wir was zurückerwartet haben. Ja. Und ich zeige euch jetzt das, was er mir gemalt hat. Also wir haben dann nochmal Fotos gemacht. Man kann es erkennen, es sieht sehr, sehr krass aus. Auch auf der Rückseite sieht man es durch. Ja. Es ist ultra krass, dieses Porträt. Ultra gut. Ich bin so happy damit. Ich mache euch mal ein richtiges Foto davon und dann blende ich das Originalfoto, was er erhalten hat, dazu ein. Ultra cool, oder? Ich finde es mega krass. Also ganz, ganz herzlichen Dank an vielen Dank. Uwe. Und den Nachnamen liegen wir jetzt nicht. Also nicht nochmal. Genau. Hier ist der Brief. Oh, was steht da? Hallo Ozok. Jeder, der schon mal Hilfe brauchte, wird wissen, wie viel es wert ist, wenn man einen Menschen hat, der einem hilft. Oh. Ja. In meinem Fall war es dies du. Mich selbst hast du bis dahin nicht einmal gekannt, sondern nur meine Frau. Und die auch nur, weil sie eine Followerin von euch beiden ist. Ohne weitere Fragen zu stellen, warst du sofort bereit, mir bei einem technischen Problem zu helfen. Dies ist leider nicht selbstverständlich in unserer Welt und den meisten Menschen sind die Probleme ihres Nächsten wohl eher egal. Wir möchten uns nochmal bei dir ganz herzlich bedanken und haben euch auch ein paar Überraschungen geschickt. Es handelt sich um eine Röhre mit Inhalt, mit einem Päckchen, die bei der Zuverlässigkeit unserer Post sicher einzeln angeliefert werden. Ach, da kommt noch ein zweites. Oha! Okay. Wenn du das Bild aufhängst, dann besorge bitte einen Rahmen ohne Glas, damit die Wirkung nicht verloren geht. Er ist imprägniert und kann mit einem Pinsel leicht von jedem Staub gereinigt werden. Okay, danke für den Tipp auf jeden Fall. Das ist sehr krass, das ist so eine Leinwand, ist das ja auch mit. Das ist, ey Uwe, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Porträt, ja. Ich hoffe, dass die Menschen, die mit dir zu tun haben, sich ein Beispiel nehmen und auch gerne anderen in Not helfen. Und wenn du mal Hilfe brauchen solltest, dann steht dir unsere Tür selbstverständlich offen. Liebe Grüße auch an deine Frau Anita. Es grüßen euch ganz herzlich Manuela und Uwe. Oh, das ist lieb, Alter. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, andere Leute, die Hilfe brauchen, hatte ich gestern. Da hat mich der Ralf gefragt, was er für neue Computerteile kaufen sollte. Da habe ich gestern mit dem ja eine halbe Stunde noch drüber gesprochen. Genau. Hat er also seine Grafikkarte wegen dem Spielplatz zerschossen? Nee, hat er noch nicht. Hat er noch nicht. Er will das Spiel. Spiel. Hoffentlich hält die Krakheit ist da durch. Ja, ich hoffe nicht, dass das alles abstürzt.
Ja, ja, ganz wirklich? Herzlichen Dank, ja. Uwe und Manuela, für dieses wunderbare Porträt von und meiner wunderschönen Frau. Und wir rahmen natürlich ein. Ja, wirklich. Wir haben einen Platz in unserer Wohnung. Da und kommen wir uns wirklich schon. Das haben wir nicht cool. erwartet und deswegen nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für eure, ja, hier, euer liebes Geschenk, sage ich jetzt mal, was genau. ihr bekommt. Und wenn ihr auch noch andere Porträts von ihm sehen wollt, ich verlinke seinen Instagram-Kanal unten in der Infobox, dann könnt ihr mal gerne rüberschauen, da freut er sich beim, bestimmt beim auch. Uwe mal reinschauen, genau, da freut er sich bestimmt. Ja, und wir gehen wieder zurück ins Auto, wir wollten das jetzt aber zwischenschieben, das, ja. Anders geht's leider nicht. Genau. Wir sind gerade auf wichtiger Mission, also Fanpost ist auch wichtig, klar. Aber ich habe ja noch einen Zweitkanal, wie ihr wisst, da kommen ja nur Food-Reviews. Und da bewertest ich du euch natürlich unsere alles leckeren unten Sachen. In der Infobox. Genau, ich bewerte ja immer alle Sachen, die wir so essen. Und ich hatte dort ein 200-Abonnenten-Special gemacht. Und in diesem Special habe ich ja nichts verlost oder verkauft oder Danke gesagt. Also habe ich auch alles, also Danke habe ich schon gesagt. Ne? Aber die Verlosung beinhaltet dann sozusagen einmal mit mir essen gehen. Und da hat sich tatsächlich jemand gemeldet, nämlich die Kellertreppchen. Ist ja auch eine YouTuberin, also wirklich ein Zufall. Und ja, die hat sich bereit erklärt. Die wohnt nämlich auch in Berlin und wir treffen uns heute mit ihr. Genau. Das heißt, wir fahren jetzt noch ein Stündchen durch Berlin, weil wir ihr ein bisschen entgegenkommen. Wir wollen das Food-Review aber auch drehen, deswegen ist es gar kein Problem für uns. Und ja, da drehen wir das Food-Review ab und es ist so ein Glück, dass die neue Kamera da ist. Ich hatte ja den Anfang dieses Vlogs mit der großen Kamera gedreht, was wirklich eine absolute Katastrophe ist, weil die keinen Bildschirmstabilisator hat. Die GoPro, die hat einen. Also auch wenn ich hier wackle wie so ein Irre. Okay, seht ihr alles nicht, aber das Bild wackelt nicht so. Alles schneiden, dann kannst du es ja nochmal so ein Pfeil machen. Hier, guck mal, wie wenig das wackelt oder sowas. Außerdem, für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine Aufnahme in 4K mit 100 FPS. Genau. Überragend. Ja, und wir freuen uns richtig aufs Food Review und wir haben uns auch was Gutes ausgesucht, nämlich das Burgeramt. Das ist so ein richtig geiler Burgerladen. Also natürlich auch Fast Food, aber deutlich geiler als McDonald's und Burger King, obwohl, ich meine, für einen schnellen Hunger zwischendurch sagt ja da keiner was, ne? Nee. Aber Burgeramt ist schon das Bessere, sag ich mal. Also ja, so ist Premium Burger. Ähnlich Premium so, wir waren ja bei Five Guys, bin ich ja gewesen. Da hattest du ja auch gegessen, Schatz. Wie fandest du es da? Ja, war auch total lecker. Ja, also von daher, aber da hattest du, da haben nur ich ein Review gedreht gehabt, wenn ich das richtig genau, habe. Genau, nur der Ozark. Genau. Ja. Müssen wir noch nachholen für mich. Wir müssen dann mal wieder essen gehen. Da muss ich noch Hotdog essen, aber dann beim nächsten Mal. Ne? Ja. Jedenfalls freuen wir uns wirklich wahnsinnig aufs Food Review und natürlich auf die Kellertreppchen. Wir treffen uns Ostkreuz Bahnhof, das kann man natürlich sagen. Und da sammeln wir sie ein. Wir sind ja hier mit Auto. Unterwegs, genau. Und dann müssen wir nur noch ganz kurz rüberfahren zum Burgerladen. Und dann holen wir uns die Burger. Sie ist natürlich eingeladen. Sie kann alles essen, bestellen, was sie möchte. Und dann suchen wir uns noch einen Platz, weil innen können wir leider nicht drehen, weil ja, darf man halt vorsichtig nicht. Wenn die uns sagen, dass wir uns draußen hinsetzen dürfen und da unser Nichts vom Laden filmen. Ja, wenn es voll ist. Ja, dann wahrscheinlich nicht, aber wir gucken mal. Wir können ja wirklich mal nachfragen, wenn die so nett sind. Ich meine, so, das ist ja auch immer auch für solche kleinen Läden, ist das ja auch so ein bisschen Social Media. Burgeramt ist schon eine Kette. Ja, ist schon eine Kette, das Burgeramt? Ja, glaube schon. Na die gut. haben auf jeden Fall 2 oder 3 Filialen. Na gut, ich frage mal nach und wenn nicht, dann machen wir den Burger-Review halt. Es ist ein Park in der Nähe, da kann man sich auch hinsetzen, da sind Bänke. Dann machen wir es dort. Ja, und wir hoffen natürlich, dass sich das Wetter hält. Na, es hat gesagt, ab 15 Uhr soll es leicht regnen, jetzt nieselt es. Ja, 15 Uhr treffen wir uns, vielleicht erstmal 15.30 Uhr oder so. Mhm. Ein bisschen Niesel ist nicht schlimm, ich habe 2 Regenschirme eingesteckt. Wenn nicht, in höchster Not, drehen wir das Food Review einfach im Auto. Das haben wir auch schon total oft gemacht und unser Auto ist auch sehr geräumig. Mein Mann hat sich ja hier so ein 4,50 Meter 4,38 Meter Kia Optima geholt. Ja. Das einzige Auto, ich möchte es nochmal, darf ich es erwähnen für die Zuschauer, das einzige Auto, was ich noch besser finde als diesen Kia Optima, ist der Kia Stinger. Das ist, der hat nämlich hinten eine Hydraulik Heck, also so ein, wie nennt sie denn das, Kofferraumklappe, genau, Kofferraumklappe. Und da kann man noch mehr reinmachen und es ist ein Sportwagen halt. Das ist halt sehr frech, es ist einfach ein Sportauto. Aber das ist viel zu teuer für mich, das kann ich mir nicht leisten. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, wir sind sehr zufrieden mit unserem Kia gerade. Ja, und der muss aber noch repariert werden, das ist das Einzige, was ärgerlich ist. Ja.
Aber wir fahren jetzt los und ja, darf ich das sagen, wo wir gerade langfahren? Wir fahren gerade durch Reinickendorf, durch die Residenzstraße. Und das ist sehr sinnvoll. Hier ist jetzt ein 50er-Schild, das genau bis zur Ampel geht. Und wenn man dann um die Ecke gefahren ist, ist es wieder 30. Und da blitzen sie auch, ganz frecherweise. Und hier um die Ecke ist doch noch das Penny, wo ich einen Monat lang gearbeitet habe. Das Penny Residenzstraße, ist korrekt. Penny Resi, genau. Da habe ich einen Monat gearbeitet und... Ja, kannst du sagen. Ja, dann habe ich gekündigt nach 2 Wochen. Ja, weil das, du hast gesagt, du warst nicht mit dem, Nee, ich war mit dem Klientel, was hier einkaufen geht, nicht zufrieden. Und ich war auch mit den Kolleginnen vor Ort nicht zufrieden. Und ja, innerhalb der Probezeit braucht man ja auch keinen Grund angeben und so. Da kann man direkt die Reißleine ziehen. Ich hatte aber direkt im Anschluss auch den nächsten Job schon. Das genau, war deswegen, das ein bisschen war ja kein knapp, Problem. Ne? Aber das hatte alles gut funktioniert. Ja. Von daher, also alles easy peasy. Mal gucken, wir fahren jetzt wie gesagt weiter und dann sehen wir uns, glaube ich, gleich am Ostkreuz wieder. Genau. Wir fahren hier gerade an der Eastside-Galerie lang und ich mache mal das Fenster zu, dann hört ihr das besser und könnt es trotzdem sehen. Das geht gleich noch weiter, die Mauer. Na, bis hinten, fast bis zum Treptower Park, also fast. Ja. Alles angemalert. Genau, alles angemalert. Falls es jemand noch nicht gesehen hat. Ich finde es gut, dass du das zeigst, Schatzi. Doch. Ich glaube, so Mauerreste sind schon noch interessant für den einen oder anderen. Eastside Galerie ist das hier. So, fertig. Fertig! Wir sind pünktlich angekommen am Treffpunkt und die Gewinnerin, die ist hier auch gerade in Ostkreuz angekommen. Sie haben nämlich die Nummern ausgetauscht und wir haben uns auch gegenseitig per WhatsApp den Standort geschickt und deswegen weiß ich ganz genau, dass sie gerade hier rüberläuft. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon. Jana müsste gleich kommen. Die Dame macht übrigens auch YouTube und ich verlinke ihren Kanal natürlich auch. Hier ist natürlich Zufall, aber sie war echt die Erste, die sich auf meinen Aufruf gemeldet hat. Deswegen kleines Update von meinem Daily Vlog. Danke, Ozak. Ozak tritt die Kamera. Hier haben wir die liebe Kellertreppchen. Hallo. Wir haben gerade unsere Food Review abgedreht. Verlinke ich euch natürlich auf meinem Zweitkanal. Und magst du dich kurz vorstellen? Genau. Ja, ich bin Diana, hatte mich quasi beworben als Gewinnerin beim Gewinnspiel und genau, war super lecker und sehr sympathische Menschen. Danke. Dankeschön. Ich war echt ein bisschen aufgeregt. Willst du die 5 Euro noch extra haben für das Lob? Unbezahlt, ist schon okay. Das ist alles süß, alles ja, gut. Ja, also war super. Ja. Genau, wir hatten jetzt eine richtig schöne Zeit, haben noch ein bisschen gequatscht und wir fahren dich jetzt wieder zum Bahnhof zurück, ne? Genau, denn du musst ja auch wieder nach Hause kommen, weil du hast einen Babysitter, der auf dein Baby den auf... Papa, genau. der auf dein Baby aufpasst. Aber Mama ist ja nicht Papa oder Papa ist nicht Mama. Genau, deswegen machen wir das. Und ja, genau, ihr könnt gerne auch ihren Kanal auschecken. Sie hat ja auch YouTube gemacht und Instagram auch. Ist alles natürlich in der Infobox verlinkt. Genau. Und jetzt fahren wir erstmal wieder in Richtung, ich glaube, Ostkreuz ist die Richtung. Genau, machen wir. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen und schaut mal im Mülleimer. Es gab wieder die wöchentliche Werbung, die ist von uns. Die ist aus dem Mülleimer nach Hause fischt. Hast du wieder den Müll durchgesucht? Ja. Ja, ich brauche noch ein bisschen für meine DIYs. Okay, also, was können wir jetzt nochmal sagen? Erstmal nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass es so gut geklappt hat mit dem Food Review. Wir sind so happy damit, weil, naja, ihr wisst ja, wenn man mit fremden Leuten das erste Mal irgendwas macht, das wenn man jemand Neues kennenlernt. Ja, das können halt auch völlig verrückte, creepy Menschen sein. Aber die Kellertreppchen, das ist wirklich eine ganz, ganz liebe, nette. Und ja, wir schauen gleich mal. Wir sichten das Material auf jeden Fall noch und hoffen, dass es gut geworden ist. Aber ja, wir sind mit dem Food Review und mit dem Nachmittag sozusagen super, super zufrieden. Und ja, falls ihr auch mit uns essen gehen wollt, also wir haben ja noch mein 100 Abonnenten Special auf dem Zweitkanal, verlinke ich euch auch mal das Video. Oder ihr müsst es raussuchen, wenn ich zu faul bin, es zu verlinken. Sehr sympathisch heute wieder unterwegs. Da, das Gewinnspiel läuft nämlich noch.
Jetzt hat sie so geblinkt. Okay, das ist nur die GoPro. Okay, ja, weil das Gewinnspiel läuft noch. Da hat sich noch keiner gemeldet. Beim 200 Abonnenten Special haben sich mehrere gemeldet. Und da hat natürlich die erste gewonnen, die sich gemeldet hat. Das 100 Abonnenten Special läuft noch. Falls ihr in Berlin wohnt oder die Möglichkeit habt, nach Berlin zu kommen, genauer gesagt nach Berlin-Pankow, und ja, mit uns essen gehen wollt, also ihr werdet natürlich eingeladen von mir, von uns, ja, dann könnt ihr das natürlich gerne machen. Und was kann ich noch sagen, Ozok? Na, wir sind jetzt fertig für heute. Wir haben noch unser Fanpaket, was wir aber erst im nächsten Vlog öffnen werden. Oh ja, Fanpaket. Ich konnte es nicht abwarten. Ich habe es im Auto geöffnet. Und diese ganze Geschichte, wie das Fanpaket zustande gekommen ist von unseren Zuschauern, das erzähle ich euch im nächsten Video, weil es ist so, so krass. Und ja, denn im Auto, als wir da zu dritt drinnen saßen, dann hatten wir auch noch kurz drüber gesprochen und sie meinte auch so, na dann zeig doch jetzt mal. Wollt ihr jetzt nicht angucken, dann haben wir halt reingeschmult. Ja, wir haben reingeguckt und es ist so, so, so schön, dass wir das nicht an ein Ende von einem Video machen wollten, sondern wir wollten es lieber am Anfang von einem Video zeigen, wo vielleicht beim nächsten einfach dann mehr Leute sehen, weil die meisten, die schauen ja gar nicht bis zu dieser Stelle hier, deswegen. Aber jeder, der es gemacht hat, kann jetzt ein Herzchen in die Kommentare schreiben. Genau, ein lila Herzchen, weil bitte ich lila anhabe. Genau. Genau. Also, wenn euch Dailyworks gefallen, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich total drüber, würde mich halt wahnsinnig supporten. Dann verpasst ihr keine weiteren Daily Vlogs von mir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.